Faschingsfeste werden in Treskirchen besonders gerne gefeiert. Und so hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Treskirchen unter dem Motto Firefighting etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben heuer unser 7. Firefighter-Gschnas, der Feuerwehr Treskirchen. Wir haben eine Riesentombola, wo der erste Preis eine Reise nach Istanbul ist. Wir haben einen großen Jux-Bazar mit über 450 Treffern, zwei Bar im Keller und eine B-Watch-Bar, wo heiße Rhythmen gespielt werden. Oben im ersten Stock befindet sich die Schlumpfbar. Sehr für die älteren Leute, da spielen die besten Hits der letzten Jahrzehnte. Sind das Feste, die eigentlich wichtig für euch sind? Das sind Feste, die sehr wichtig sind für uns, weil also das Feuerwehrfest im Sommer und der Winter bald sozusagen für uns große Einnahmequellen darstellen. Der Reinerlös dient dazu zum Erhalt der Einsatzgeräte und Gerätschaften. Dadurch wir eine eher selbstständigere Feuerwehr sind, haben wir diverse Ausgaben, werden natürlich von der Gemeinde auch großartig unterstützt, aber müssen halt auch unseren Beitrag selber dazu leisten. Ich habe noch nie Schlümpfe beim Saufen gesehen. Seid ihr eine besondere Schlümpfrasse? So, ihr seid wir sind die sieben Zombie-Zwerge. Und sieben Zombie-Zwerge. Daher auch die sehr interessanten Augen. Ja, weil wir Zombies sind. Okay, was habt ihr heute noch vor? Vollgas geben. Und haben Sie schon irgendwelche gefunden, wo Sie gedacht haben, na, da haben Sie sich heuer was besonders Tolles einfallen lassen? Also was ich sehr toll finde, sind zum Beispiel die Senftuben. Wir haben da verschiedene Senftuben da. Dann haben wir eben von uns selbst die B-Watch-Bar, wo wir auch Nixen haben. Also vor allem Männer als Nixen verkleidet, die finde ich auch sehr toll. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer hinter dieser Maske steckt, aber ich hoffe, wir lüften das Geheimnis in Kürze. Ja, ich stecke darunter. Ich bin die Sportstadträtin der Stadtgemeinde Treskirchen und freue mich, dass ich heuer wieder bei dem Gschnas mitmachen kann, weil ich finde das eine super Idee, in der Faschingszeit nicht nur immer Bälle, sondern auch einmal ein Gschnas zu veranstalten. Und ich bin hier treuer Stammkunde beim Besuch. Das Firefighter-Gschnas ist immer einer der Höhepunkte, also für die, die sich beim Fasching besonders gut unterhalten wollen. Durch die Maske kann man natürlich jeden zum Tanzen holen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe von meinem Physiotherapeuten noch Tanzverbot, aber ich hoffe nächstes Jahr, dass ich bereits wieder voll mittanzen kann. Ich sehe Sie auch nicht verkleidet. Warum? Naja, ich bin auch Unterabschnittskommandant und der Unterabschnitt besteht also aus allen Feuerwehren aus Treskirchen und Pfaffstätten. Und heute ist gleichzeitig in Pfaffstätten der Ball, daher muss ich auch noch nach Pfaffstätten fahren.